Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play League of Legends. Nach langer Zeit mal wieder nicht allein, sondern mit Twain. Moin, Jens. Schönen guten Tag dir auch. Und ja, wir haben leider nicht die Botlane bekommen. Und deswegen feeden wir jetzt auf anderen Lanes. Ja, beziehungsweise im Jungle. Also ich werde alle feeden, besonders die Botlane. ja, Twain hier mit Gragas und Xin Zhao. Das wird so unglaublich in die Hose gehen. Yay, ich darf gegen Diamond Wukong. Woo! Ach fuck, und ich habe keinen Teleport dabei. Ups. I can solo top with no teleport. Scheiße. Versuch ihn nicht zu feeden. Ja, das übernehme ich schon, keine Sorge. Und unsere Botlane, oh Gott. Ich Silber meine 5 mit Platz 5 Support. Ich meine, das Tolle ist, wir haben relativ viel AP-Schaden dabei, weil Tristana da auch auf ihren Fähigkeiten viel AP-Schaden, auch wenn sie AD-Carry spielt. Aber dann haben wir noch einen Custer, einen Thresh, die beide Flat-AP machen und ein Gragas, der natürlich auch viel AP macht. Und dann brauche ich natürlich einen AD-Jungler. Das Problem war nur, mein einziger guter AD-Jungler, Nocturne, war schon gepickt. Also musste ich mit irgendwas Zweit-Drittklassigem vorlieb nehmen. Und das einzige, was ich noch halbwegs spielen kann momentan, ist Xin. Tja. Eine Alternative wäre noch Warwick gewesen, aber den traue ich mir momentan nicht zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Riot hat so viel an den Champions rumgeschraubt, damit die mobiler und flexibler werden, dass ich mit Warwick schon Angst habe, dass ich zu mobil bin. Nicht mobil genug bin, sondern zu... Was ist das Gegenteil von mobil? Zu stützpunktmäßig bin, keine Ahnung. Was? Alter. Immobil. Immobil, ja. Playmobil, irgendwie so. Ja. Keine 2 Minuten, der erste Scheiß geht schon wieder los. Oh, Gragas ist gerade free to play. Ja, Xin auch. Was baue ich denn noch? I'm to roll the barrel. Full AP. To triumph. Sorry, ich bin ja ein bisschen mit was geflasht und so. Die bauen jetzt die NA-Server um, gell? Ja, ich soll mal EO West fertig bauen, dann reden wir weiter. Was? EO West läuft doch. Ja, genau. So wie neulich am Abend der Shutdown. Ja, der Shutdown, ja, dafür können die ja nichts. Da waren mal wieder ein paar Kinder, ganz lustig. Was sind die das oder was? Ja. Ah. Die Server laufen, die gehen nur down, wenn sie gedidost werden. Die haben davor, glaube ich, auch wieder EA und nochmal einen Scheiß runtergehauen. Also, und CSGO, glaube ich. Also, soll war nicht das Einzige. Ich verstehe noch nicht, was man davon haben soll. Also, das ist... Ja, schön, man kann's. Ja, schön, man kann andere Menschen den Tag versauen. Was will man dafür? Ein paar Schläge ins Gesicht, was anderes hat man dafür nicht verdient. Denk mal so ein, der sowas macht, 10 Jahre im Knast, danach macht's keiner mehr. Das Problem ist nur, ein Menschenleben ist weniger wert als diese scheiß MP3s. Aber keiner schert sich für DDoS-Attacks. Ja. Ja, lass mal bei 1,40 in Welden. Die Welden nicht. Lässt am Pokal liegen. Oh mein Gott. Ich vermisse die Zeit, wo man den ersten Buff noch Smiteless gemacht hat, ganz ehrlich. Das war meine Jungle-Zeit, oh mein Gott. Season 2. Achso, jetzt brauchen wir wieder die Auto-Attacks einschalten. Ich bin kein Supporter und kein Top-Laner. Ist das ein Blue Kong? Nein, oder? Nein. Keine Ahnung.
Ah, gib mir mega auf die Schnauze auf jeden Fall. Er hat noch keine AP dabei, das heißt, das ist ein normaler Wukong. Jo. Mitte kriegt auch auf die Fresse. Ich brauche halt Level 3 vor einem Gank, das ist halt das Xing'sche Problem. Fuck. Gratos, dass es halt überlebt hat. Hätte anders anfangen sollen, aber es ist ausgegangen. Holen wir gleich noch den Affen auf der Top. Das weiß ich, was Drunken Rage macht. Ich hab keine Ahnung von Ding. Er hat halt einfach mal doppelt so viele Normal Games wie ich. Was soll ich denn da machen? Mehr Normal spielen. Was hat abgehauen? Ja, ich freeze das einfach. Okay. Ich werde zusehen, dass ich da oben irgendwo ein Zelt aufstellen kann. Die Bot pusht sowieso die ganze Zeit wie Sau. Mit der hat schon einen Kill gekriegt, also eigentlich müsste es laufen. Wenn sie es nicht versauen oder sich zu sehr auf mich verlassen. Ich überlege gerade, theoretisch könnte man einen Early Drake machen, wenn die auf der Bot gut funken, aber. Na. Eher nicht. Nein. Hast du nicht aus dem Freezen gesagt? Also? Ja, aber meine Wave war zu groß. Oh. Ich muss jetzt erst in den Tower reinpushen und dann kann ich. Hat überhaupt keine Riss. Wieder so aus. Aber so anstatt im Barons. Was geht ich auf Gragas hoch? Die Kuh? Yep. Nein! Ein Auto-Attack. Mein Red war ausgelaufen. Shit. Das tut jetzt weh. Andererseits, ich war auch nicht shoppen back, von daher was ich kann jetzt nicht. Xin, das ist nicht wirklich, oder? Na, Blödsinn, Xin ist Elder Lizard. Ich habe so lange nicht mehr Xin gespielt. Weiß nicht, heute ist es ja so, man klatscht irgendwie die Spells rein und dann ist gut, weil mehr braucht man mit Xin ja nicht mehr. Aber irritiert es mich noch immer ein bisschen, dass da so selten gespielt wird, auch in höheren Ligen. Weil das Killset ist ja eigentlich echt nicht schlecht. Der Tower, da komme ich hier gleich. Bin gleich am Weg. Okay, das ist doch. Weiß nicht, du spielst der Diamond. Siehst du Xin irgendwie so hin und wieder oder? Ich habe gerade gar kein LoL gespielt in letzter Zeit, aber. Ich weiß, aber ich frage trotzdem, weil du hast ihn ja vorher zumindest vielleicht mal gesehen oder nicht gesehen, ich weiß es nicht. Selten. Aber auf Silver sieht man. Ich habe ihn, glaube ich, mal selber gespielt. Aber ich fand ihn scheiße. Auf Silver sieht man dann eigentlich nie, ich komme mal top. So scheiße, zwei Level.
Falscher. Ja, da war die eh schon draußen. Mal schauen, der nächste wär's, Oh, ja. Gleich Level 6, dann kann ich ihn wegkicken. Ja, ich glaube, wir kriegen noch mehr Besuch. Mach mal an. Falsche Richtung. Bist du von meiner. Ja, ich. Keine Ahnung. Ich hätte die Ulti. Ich soll die Ulti. Smartcast runternehmen, glaube ich. Oh Gott, Kassa, nein, jetzt fängt er an zu fighten. Fuck. Oh Mann. Kauf mir den. Oh Gott. Roar und Schienen holen. Holt auf jeden Fall Roar zuerst. Ich habe schon lange nicht mehr gegen so anspruchsvolle Gegner gespielt, selbst im Ranked nicht. Aber gut, was erwarte ich? Ich spiele mit Diamond. Oh mein Gott, der hat zwei Levels auf mir. Hatte der vorher schon, als ich das zweite Mal oben war. Ja, am Arsch. Jawohl, Kassa zum Griff. Der kriegt seinen Feed. Goblin ist gewartet. Jo. Steckt mir halt jetzt noch Armor von Sonja. Die Triss ist so dämlich, das gibt's doch nicht. Wenn ich gleich hochkommt, gibt's Tote, und zwar mich. Ich hoffe, mit dem Gold kann ich die oben auch ein bisschen aus der Ding helfen, aber mal schauen. Bot fehlt. Er kauft halt keine HP und ist tankiger als ich. Braucht er nicht, der wird Leben per Level runter haben. Ich komm hoch. Der klappt dich und wieder dich klappt. Ich hab den weggedrängt, verdammte Scheiße. Nein, fast explodiert doch. Charge auf den Mini. Komm schon. Ich kann nicht chargen, wenn die nicht in Reichweite sind. Der killt dich. Ah, der nicht, oder Nocturne. Das ist der falsche. Ja! Weil ich den Charge auch vergeigt habe. Scheiße. Geil, ich jetzt trotzdem auf Berserkers. Alle anderen Lanes laufen.
Ich sage jetzt bitte, dass mein Red abgelaufen war, als ich gestorben bin. Müsste ich eigentlich ausgehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Mein Gott. Doch, er hat den Scheiße. Aua. Ich lass einfach den Tower droppen am besten. Das war jetzt nicht so schlau. Kasse kommt hoch und ich auch. Braucht mich ja nicht mal mehr. Komm schon. Was zum? Oh nein, Scheiße. Nein. Mitdenken und dann angreifen. Scheiße. Recht viel was Blöder, das hätte ich nicht mehr machen können, glaube ich. A Demacian does not retreat. Die Ulti steht noch. Also. Das ist doch irgendwo diese Scheißratte. Da. Die hat zwar keine Mana mehr, aber die werden das auch nicht kriegen. Aus der Fresh trifft den Hokus natürlich nicht tot. Nett. Die Flamen drüben, das ist schön, das heißt, wir haben noch eine Chance.
Am Weg top. Ups. Wie schnell ist dieser verdammte Affe? Ach, da schauen, volllebige Affe. Ach, haut ab. Nee, er ist noch da. Was? Er ist doch da plötzlich nicht so. Ja, er ist auf der Top-Lane noch. Hey, komm gleich hoch. Wie viel Lifestyle hat er denn? Hydra halt. Brauchen ja, wir das noch nicht. Da heißt er nicht so krass hoch. Kann sein, dass er noch Wunder dabei hat, aber die sind mittlerweile überhaupt nicht mehr worth. Scheiße, das hier. Ja. Warte, ich kann ihn wegkicken gleich. Aber auch. Brauchst du einen Blue Buff dann im Duin? Nee. Ja, die Kasse ist gerade nicht da. Bin lieber, wenn du den hast, statt Wukong. Ja, aber ich würde ihn wahrscheinlich irgendwo abgeben, wenn ich nicht aufpasse. Wir fehlen 10 Gold für die Rüstung. Und weiter geht's. Ernsthaft? So ein Vollidiot! Oh, was war das? Dass ich hab's nicht gesehen. Ein. Ich hab ihn so ein bisschen in den Tower verkloppt und dann, ja, ist er verreckt, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Er hat 0-3, das Game war vorbei und er lässt sich killen. So ein Bauer. Was macht die Tristana jetzt hier, jo? Ich fall von 400 auf 200 Leben und dann plötzlich auf 0. Also von 400 auf 200 schenkt Schritt langsam runter und dann, bumm, tot. Ja, LOL-Logic und so. Hat sie sich verlaufen oder was? Ja. Switch auf. Sis. Und Tristana. Nicht Tristana, Jonna. Oh Gott. Drake in einer Minute, den sollten wir unbedingt holen. Dann haben wir 3 von 3 Drakes, das läuft eigentlich. Ups. Oh Gott. Sind missing. Jawohl. Ja. Ich hol mir auch schnell den Red und dann. Ah, jetzt sind sie wieder da, scheinbar. Ja, sie sind in der Mitte.
Wukong, ja, aber ich meine. Ich frage gar nicht erst. Zu viele Pusche. Boah, der Hook. Der Hook. So ein Boss. Alter. Was ist denn mit dem Freischuss? Achso, der war auch richtig gut. Scheiß Turm. Hätte ich mal mit dem auf der Lane spielen dürfen, aber nein, ich muss fucking Top Lane spielen. Scheiß. Der Trash hat geschrieben, Super oder Top, nachdem du nicht der Carry spielen konntest, weil der Gerox da meinte. Hab ich halt gesagt, ich spiele nicht Sub. Ja, ach stimmt, das war auch noch. Ah. Ja, ist ja auch egal. ADC, ja. Ne? Normalerweise kann ich auch momentan einen AP-Jungler spielen, wenn ich Jungle spielen muss, weil es eben läuft. Und hey, das ist doch egal, nur ich will Tristana sein und nicht fucking Kraga. Ja, nur mich kotzen halt AD-Jungler meistens an, abgesehen von Nocke und weißt du, was mich ankotzt, wenn man hinten ist und der ADC dann auch noch meint, seine Lane wegfahren zu müssen? Dann schreib ihm das. Der Silber 5, der wird dich verstehen. Ja, die Combo! Combo! Hey, mein Quotenkill. Ah nein, ich bin ja gar nicht Support heute, hoppla. Ich glaube, ich lasse jetzt mal gut sein mit dem Chasen. Den Wave drücke ich noch weg und dann. Läuft doch, den Blue haben wir gekrallt. Jetzt nehme ich der Tristan Farm weg. Sehr schön. kaufe ich mir einen Lichbane oder einen Iceborne? Hier eher einen Iceborne. Wenn du mir Agro spielst, Lichbane, sonst eher Iceborne. Na komm, ich bin Agro drauf, ne? Weiß nicht, wie es gerade läuft bei dir. Am Anfang sah es nicht so gut aus. Nö, aber gerade habe ich den sogar den Ding ziemlich umgekloppt. Den, wie heißt er denn? Okay. Trollkong. Achso, okay. Ja, Trollkong habe ich mit dem Tower gekillt. Ich sollte eigentlich mal shoppen gehen, aber. Oh fuck. Der Single ist ein Blue auf dem Scheiße. Okay, aber wenigstens haben wir jetzt auch den Quotentraktor. Der Quotentraktor muss natürlich dabei sein.
Ich hasse das so mittlerweile. Ohne Triss hätte ich nicht gewusst, wo er hinläuft, wegen dem Statix. Schöne Scheiße, was? Wie? Weil der Statix-Blitz hat er trotzdem ausgeschlagen. Brauchst du den? Nicht zwingend. Ja, nimm ihn dir, wenn du willst, dann... Nicht zwingend. Ich bräuchte ihn nur wegen dem Gold, deswegen. Ich werde jetzt aber wirklich mal einkaufen, ich will wieder 3000 Gold auf Tasche. Und gut, dann rutsch. Viel heilt sich der Spaß dann, bitteschön. Oh mein Gott. Kragas ist ja mal mega lächerlich. Ach ich was. Wie der letzte Trottel. Bin mega greedy und mach auch noch Kills. What the fuck? Asia spielt mit 4 Premates und die sind so scheiße. Ach der Grüne. Trinity soll auch gut sein aufgesehen, habe ich gehört. Habe ich nicht mehr gehört, das weiß ich auch, aber... Mittlerweile macht der Drake One an mich, okay. Hätte ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Schiss, als ich gesehen habe, in der Nocturne. Aber so gut ist er nicht. Den hat er halt 13-2 und 10-4 Tristan. Fuck. Ja. Oh Gott, die sagen gar nichts mehr, die fallen einfach an. Oh Gott. Smite ist die 10. Egal. Ich habe schon wieder mehr als genug Kohle. Ich würde gerne mal eine Nacht durchschlafen und eben da Vorschläge. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt? Tipps, um eine Nacht durchzuschlafen. Also du legst dich ins Bett, machst die Augen zu und schläfst. Ich schlafe sonst herzlich wenig. In letzter Zeit schlafe ich auch wieder mehr, keine Ahnung warum. Ich weiß schon warum, aber... also ich schlafe dann erst mal eine 3 Stunden in der Nacht oder so. Aber jetzt habe ich ein paar Tage durchgehalten und seitdem kann ich überhaupt nicht mehr schlafen. Seitdem ist komplett vorbei mit mir. Ich push meine Board bis zum Ding ist durch. Weil sich da alles so schön auf der Top versammelt hat, kann ich ja. Von 1-4? Ne, von 0-4, oder? Ich glaube 0-4 war es, ja.
Auf 5 hier. Heißt, pusht das hier die Mitte, weil wir die Ränder pushen. Oh mein Gott, Gragas. Not even broken. Na, zum Glück, ich meine, es wäre eine Katastrophe, wenn der überpowered wäre. Ich weiß nicht, was er hier vorhat, aber so eine scheiß Idee. Mist. Egal. 650 AP. Und Tanky. What the fuck? Der Warmax wäre gleich auch nicht so verkehrt ist. Nein, die beenden das. Bestes Way. Natürlich beenden wir das. Okay, dann bedanken wir uns mal aufs Herzlichste fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, hat Spaß, was immer ihr auch macht. Und hey, ich glaube, das ist das erste Spiel seit 3 oder 4 Wochen, dass ich gewinne im Let's Play. Ja! Habt eine gute Zeit. Ciao.